Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. In der letzten Folge hatten wir endlich die zweite und dritte Monsterhorde überlebt. Jetzt kommt die vierte Monsterhorde, die jetzt auf uns wartet. Und Zelda ist hier unten. Mal sehen, was es ist. Das ist Zeldas Schlafzimmer. Da waren wir schon damals in Breath of the Wild nicht hier gewesen. Ziemlich interessant. Mal sehen. Wow. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass es jetzt noch Exile-Fosse jetzt gibt. Au, 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 heiß, 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 heiß. Lambuff kann dir... Das ist nicht ein Pokémon hier. Oh! Ich kann mich mit dieser Waffe auch nicht instant killen. Ah, super. Wir haben es doch überlebt. Puh. Das war ziemlich jetzt intense. Intense Shit hier. Noch ein Gardebogen, aber brauchen wir noch einen? Hä, ich habe doch abgenommen, oder etwa nicht? Hä? Ich habe doch gesagt, auf dem Boden, verdammt nochmal. Nicht den hier. Meine Güte, Spiel. Ich bin doch aus dem Konzept hier. Mutter von Mewtwo, ey. So, das sind lauter Schriftzeichen, also das so ins Gemach ist schon richtig durcheinander, aber ich glaube, ich werde jetzt mal den einige Waffen jetzt mal auf dem Boden lassen. Müssen wir den Ritter Heilbaden mitnehmen. Da haben wir jetzt schon sehr viele Sachen jetzt gerade gesammelt. Was ist das denn? Gerade zwei Händler. Jetzt ist sie wieder unten. Und runter mit dir. Okay, der befindet sich jetzt gerade hier. Wow.
scheint ein kraftvoller Gegner zu sein. Wow. Kümmert euch um meine Schergen. Die Monsterhorde scheint wohl jetzt nicht so sehr schwer zu sein. Ich habe gedacht, das wären jetzt eine Haufen voller Monster hier. Oh, ich muss jetzt schnell betäuben, damit ich jetzt mal Zeit gewinnen kann, zu fliehen. Kurz. Tut es für mich, Leute. Wow, das hat er mich fast erwischt. Aber so knapp, so nah dran. Brauchst aber ein bisschen mehr Zeit zum Einzuholen mit deinem dummen Schwert, Kollege. Na bitte, komm. Na bitte. So, jetzt befindet sie sich dann wieder hier unten im U3, im anderen Gebiet, wo wir mal runtergegangen sind. Interessant, interessant. Hauptsache nicht mehr im Miasma sind wir gelandet, das ist das Mindeste jetzt. Ja, es ist tatsächlich dieser Weg, wo wir schon mal da waren. So wie es aussieht, läuft es jetzt ziemlich geschmiert. Muss ich ehrlich gestehen. Es läuft jetzt noch viel geschmierter, als ich mir das vorgestellt hätte. Ich hatte gedacht, da muss ich extra mehr Herzen sammeln. Aber so wie es aussieht, für diese Situation jetzt derzeit noch nicht. Wieder ein Ausgang von Zelda hier. Was haben wir hier? Ein Gartenschild und wieder ein Ritterschwert. Den haben wir doch bereits. Ich glaube, da ist jetzt noch ein Bossfight, oder? Oha! Na, die scheinen jetzt nicht zurück. Wenn wir uns treffen, sind wir echt am Arsch. Du hast jetzt keine Pfeile mehr, das ist das Problem jetzt hier. Ich muss richtig einsparen hier, die Pfeile hier.
noch eine sehr große Monsterhorde vor uns. So, die erste ist jetzt mal hinüber. Und noch zwei. Okay, ich muss jetzt mal kurz konzentrieren, Leute. Gut, aber wie es so aussieht, funktioniert die Eisfledermaus auch richtig sehr gut. Na bitte. Alle Bastionen sind mal überstanden hier. Huh! Link, ich warte. Ich warte auf dich. Ja, warte auf uns, Zelda. Wir kommen gleich. Wir sind hier, um dich zu retten. Und Gandalf endgültig zu verbannen. Oh Mann, das wird jetzt ziemlich spannend, Leute. Sie wartet jetzt nun auf uns, hier oben. An der Spitze des Schlosses. Dann auf zum Schloss. Lass uns jetzt entgegentreten, gegen Showdown. Ich hoffe, dass wir dann gegen Phantom Ganon oder Ganon Chance haben, mit so wenig Herzen hier heutzutage. So, ich muss mal nachchecken, ob jetzt keine Miasma in der Nähe sind. Hier in meiner Nähe absolut rein gar keine. Dann werden wir mal nach oben uns teleportieren. Dann sparen wir jetzt mal den Umweg. Wo seid ihr jetzt alle, Weisen? Seid ihr alle weg? Aua! Mann!
Mach den Exhalvorsitz mal zunichte für mich, bitte. Wow, der hat mich fast an mich erwischen können, aber... Ja, bleib mal schön unten. Bastard. Wenn wir jetzt nach oben gehen und jetzt endgültig die Sache beenden. Und soweit habe ich jetzt noch lange nicht mehr geschafft, aber obwohl ich sowieso das Spiel blind ist, by the way. Ist trotzdem unglaublich, dass ich jetzt bis dorthin geschafft habe jetzt. So, bis jetzt sind wir noch vom Blitz unbetroffen geblieben. Da sind wir auch schon. Machen wir uns für die großen Waffen jetzt bereit. Wenn wir jetzt nicht schaffen. Aber es wird wahrscheinlich definitiv jetzt noch nicht das Endgame sein. Aber lasst uns überraschen.